Hallo und herzlich willkommen hier zu einem ganz neuen Let's Play Projektor hier bei mir. Endlich habe ich was wieder gefunden und habe Zeit gehabt, das aufzunehmen. Das Spiel heißt Die Rückkehr zur geheimnisvollen Insel. Ja, das ist wieder sehr schwer zu capture, das Spiel. Ja, und auch die Auflösung ist wieder exotisch, deswegen haben wir wieder rechts und links Balken, aber was willst du machen? Ihr wisst ja, ich könnte euch das Bild noch strecken, aber dann sieht es halt wieder blöd aus, ne? Ja. Gut, Leute. Ich selber kenne das Spiel natürlich auch wieder nicht. Das ist auch wieder aus der mir überlassenen Spielebox hier, wo ich auch wie immer wieder vielen, vielen Dank nochmal dazu sage, ne? Ja, wir wollen mal schauen, wie das Spiel so ist. Hier steht inspiriert von Jules Vernes Klassiker. Okay. Also, wenn wir ganz kurz gucken, optionstechnisch. Hardware-Rendering, normal, Geschwindigkeit, Lautstärke, gibt es hier eine Einstellung. Aber halt für alles, es ist leider nicht abstufbar großartig. Wir haben eine Einregler für alles. Das finde ich immer so ein bisschen blöd, wenn es nur einen Master-Regler gibt. Aber was willst du machen? So, hier ist ein X. Ja, und wie immer möchte ich euch ganz gerne, weil ich habe ja auch wieder eine CD-Hülle, den Klapptext hier vorlesen. Ja, auf einer unerforschten Tropeninsel kann alles passieren. Bei einer Solo-Weltumsegelung strandet die abenteuerlustige Mina an der Küste einer wilden, offenbar unbewohnten Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Sie erkundet die Umgebung und entdeckt Gegenstände, Wohngebäude und Maschinen der Leute, die vor ihr hier waren. Um die Insel verlassen zu können, schlägt Mina ihr Lager vorerst in der Ruine des Granithauses auf und stellt im Dschungel ihre Überlebenskünste unter Beweis. Dann bemerkt sie eine Gestalt in den Schatten. Könnte das der rastlose Geist des legendären Captain Nemo sein? Schlüpfen sie in Minas Rolle, lösen sie eine Vielzahl kniffliger Rätsel und setzen sie die Geräte auf der Nautilus ein, um in die Zivilisation zurückzukehren. Sonst sitzen sie für immer auf der Insel fest. Reisen sie über Jules Vernes Klassiker hinaus. Ihr Kampf ums Überleben beginnt. Ausgeklügeltes Inventarsystem, mit den Gegenständen kombiniert und neue Werkzeuge hergestellt werden können. Eine Fülle verschiedener Aufgaben und Rätsel. Eingebautes Hinweissystem, das Ihnen auf Ihrer Reise hilft. Das ist gut für mich. Atmosphärischer Sound, der Sie ganz in die Welt eintauchen lässt. Ja, das ist ja mal cool. Das klingt wirklich cool. Auf den Spuren von Nautilus, Captain Nemo. Ja, wer kennt denn nicht Nemo? 20.000 Meilen unter dem Meer, sozusagen Jules Vernes, ja, ne? Ja, dann starten wir doch mal durch. Es gibt da eine Bildergalerie natürlich. So, neues Spiel. Ich lebe noch. Nochmal Balken. Mein Name ist Mina und ich bin Soloseglerin. Mhm. Ich bin im Südpazifik in schwere Winde gekommen und von einer Welle über Bord gespült worden. Ich habe mich durch die pechschwarze Nacht gekämpft, bis die Wellen mich hier angespült haben. Mhm. Strand ist niemand zu sehen. Komisch. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Bin ich auf einer einsamen Insel gelandet? Oder wohnt hier jemand? Hm. Ja, dein Schiff ist gekentert wahrscheinlich, ne? Ich fühle mich schwach. Ich muss etwas zu essen finden. Hm. Tipp mit der rechten Maustaste, könnt ihr das Bedienfeld einblenden. Haben wir hier einen Lebensbalken? Oje, müssen wir ja gleich gucken, dass wir nicht umfallen. Interessant, ja. Moment mal ganz kurz. Ja, mal wieder der Nieser des Herrn. Also, wir können hier, alles klar. Ja, was ich noch sagen wollte, genau, weil ich unterbrochen wurde von meinem Nieser. Ich kann leider den Ton nicht lauter drehen, weil es, wie gesagt, halt eine Kombi-Regelung ist, habt ihr gesehen. Und ich hoffe, dass das Gesprochene trotzdem laut genug ist, aber es wird ja unten auch nochmal angezeigt zum Lesen, ne? So, dann gucken wir mal. Also, Dienfeld einblenden mit der rechten Taste, das ist das, Telefon, hä? Menü, Ziele, Auto, mit was?
Mit dieser Taste können Sie die Gegenstände der Ablage automatisch auf der aktuellen Seite des Inventars sortieren lassen. Es ist kein Platz mehr auf der aktuellen Seite. Rufen Sie eine neue Seite auf und verwenden Sie die Funktion erneut. Ach du Heiliger, ist das hier ein richtiges, was ist denn das hier? Ach du, Bonuspunkte kriegen wir eh nicht. Sie können im Spiel Bonuspunkte erhalten, wenn Sie besonders einfallsreich, geschickt oder klug vorgehen. Versuchen Sie das Spiel mit einem Höchstpunktschalter zu beenden, denn es werden viele Überraschungen ziehen, okay. Können wir eh schon wieder knicken, da bräuchte ich jetzt eine Lösung dazu, ne? Aber wir gucken mal, was wir erreichen. Wir spielen es einmal durch, dieser Bereich bleibt leer, bis Sie einen Begleiter gefunden haben. Mhm. Lexikon nicht verfügbar. Ihr Telefon besitzt eine Lexikon-Funktion. Okay. Sie wird verfügbar, wenn Sie den Akku Ihres Telefons aufladen. Dann erhalten Sie zusätzliche Informationen zu bestimmten Gegenständen in Ihrem Besitz. Ja, dass das überhaupt noch funktioniert, ist doch nass geworden, oder? Was ist das hier? Hoch, runter, keine Ahnung. Essen Sie etwas, um sich zu stärken und Ihre Gesundheit wieder zu herrschen. Oh Gott, das ist ein halbes Survival-Game. Demontierfeld, hier können Sie in Einzelteil. Ach du heiliger Leute, das ist mal ganz was Neues. Ich habe jetzt halt auch gehört, gedacht, das ist so ein normales, geskriptetes Adventure-Spiel. Okay, Menü. Menü ist das Menü, alles klar. Warte mal, wo kann ich denn hier wieder zurück? Hallo? Wie geht denn das? Ah, hier, fortsetzen. Muss ja lesen können. Teflon. Mein Telefon. Außerdem hatte ich nichts bei mir, als die Wellen mich fortgespült haben. Das Salzwasser hat ihm nicht geschadet, okay. Aber der Akku ist fast leer. Hast du Glück gehabt, dass es wasserdicht ist? Was haben wir denn hier alles? News, GPS, der Akku ist fast leer, ja. Empfang haben wir noch ein bisschen Akkuladestand und das Empfang. Lexikon nicht verfügbar, das wird verfügbar. Der Akku muss aufgeladen werden. Telefon. Der Akku ist zu schwach für einen Anruf. Ich kann kein SOS schicken. Witzig, ist das ein Satellitentelefon oder was? Der Rest geht nicht hin. Das ist jetzt ganz leer, oder? Ja, es ist jetzt ganz leer. Schön. Ja, ist egal, wir hätten irgendeine Funktion, das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Also jetzt ist es ganz tot, das ist ein Ding. So, hier ist Logbuch aufrufen, dort finden Sie neue Ziele als Zusammenfassung des Spielverlaufs sowie sämtliche wichtige Stücke, die Sie gefunden haben. Okay. Also, das hat sie eigentlich schon alles gesagt. Ich habe versucht mit meinem Telefon. Der Akku ist zu schwach, okay. Hier wird alles gelockt hier. So, Rechtsklick. So, WASD ist wohl laufen. Ich meine, die Grafik ist für das Spiel natürlich auch wieder nicht so toll. Ne, wie kann ich denn laufen? Hallo? Hä? Wie kann ich laufen? Wie geht denn das? Hä? Ah! Hey! Okay. Kommen Sie zurück! Bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Bilde ich mir das nur ein oder habe ich da oben wirklich jemanden gesehen? Ja, der hat wirklich ausgesehen wie Captain Nemo. Ach, anscheinend kann man nur bestimmte Punkte anwählen und könnte hinreisen dann. Um da hochzukommen, müsste man ein Affe sein. Okay. Ein Affe. Na, das wird jetzt lustig hier. Warte mal hier. Hier waren wir ja erst. Also man kann es leider nicht mit den Tasten steuern. Das wäre schön gewesen. Was ist denn das hier? Nasser Seetang. Das kann man doch bestimmt essen, oder? Was soll denn das hier sein? Ach, da ist ein Schiff hier kaputt gegangen. Es ist halt nur noch versandet. Warte mal, den Seetang. Ja, wie kann ich denn jetzt gleich einen zerlegen? Kann ich denn essen? Irgendwie? Soll das funktionieren, Leute? Nicht brennbar. Ja, aber essen kann ich denn nicht, oder? Wie mache ich das? Okay. Auster. Ja, die müssten wir aufkriegen. Noch eine Auster. Ah, das ist ein halbes Survival-Spiel tatsächlich. Okay. Ja, aber wir machen es durch. Es gibt ja auch noch einen zweiten Teil. Ja, interessant. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das Spiel kommt, aber es müsste auch so um die 2000 herum sein.
Von der Grafik her zu Dingsen. Ah, Schildkröten. Was ist denn jetzt kaputt? Ah ja, Eier. Schildkröten, Eier, die hätte ich gerade gelegt. Ja, wir werden die wohl nicht essen, oder? Haben wir da Schildkröte hinterher? Nee, ja, die Schildkröte können wir ja auch essen, ne? Auch wenn es, ja, ihr wisst ja, ne, aber... Palme. An der Palme... Krabben. Ja, die machen... Die machen Zwick-Zwick. Ja, und das Ding verteidigen sie hier. Hab dich. Haha, jetzt hab ich dich. So, da kommen wir nicht ran an dieses Boss-Schwein hier. Hab dich. So, jetzt hat er. Jawohl, das ganze Stachelschwein nehmen wir natürlich mit. Palmwedel nehmen wir mit. Grüne Kokosnüsse, die müssen wir noch öffnen. Die Schale muss man wegmachen. Ja, müsste vielleicht auch irgendwie Feuer machen, dass wir die Krabben vielleicht grillen können oder so. Ich meine, das war jetzt eigentlich komisch, dass wir von hinten packen konnten, ohne dass die uns zwicken. Das ist eine Kokosnuss, die ist schon, ja, schon sauber. Ah, noch eine. Noch eine grüne Kokosnuss. Aber wenn es der Tisch macht, dann fällt immer eine runter anscheinend. Hm. Gut, das ist ein bisschen umständlich jetzt zu suchen, wo du hinklicken kannst und wo nicht. Und das ist ja hier für Streifen da am Horizont. Okay, hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Ist wohl auch alles, was ich hier sehen sollte. Mal hier gucken. Ah, hier haben wir noch Flechten. Ja gut, die Flechten können wir eventuell zum Feuer machen benutzen. Und hier sieht man auch wieder die... Ah, noch mehr Eier. Und die Kiste. Ja, die Kiste, warte mal. Die bekommen wir nicht auf. Ja. Müssen wir uns merken, dass da eine Kiste ist. So, da ist ein Fischli drin. Gibt es noch mehr Austern hier? Das ist steinhart. Steinhart, okay. Ja, da können wir vielleicht was mitmachen. Warte mal, können wir da sortieren? Können wir vielleicht hier eine Nuss? Ne, das kann man nicht kombinieren. Können wir vielleicht die Auster da dran aufkloppen? Auch nicht. Steinhart, ja, da brauchen wir da irgendwas anderes. Was haben wir da? Palmzweige? Okay, Flechte plus Zweige. Plus noch irgendwas. Mhm. Ja, das geht nicht. Ja gut, das hilft im Moment nicht. Da fehlt noch was. Ist hier was? Nee. Können wir hier noch irgendwo weiterlaufen hier? Ja, ja, die Vögel. Zum Glück sind es keine Geier. Gehen wir mal hier links. Was ist denn jetzt kaputt? Was ist jetzt kaputt hier? Was für ein seltsames Geräusch. Hm, das war irgendwie elektromagnetisch ein bisschen, oder? Kann man hier, ist das eine Höhlung? Ah, nee, eine Feuerstelle. Das ist ein guter Platz, um Feuer zu machen. Ah ja, haben wir hier auch einen Feuerstein? Jo. Und einen Sandstein. Okay, der Sandstein, naja, der hilft uns wohl nicht so arg.
So, können wir da unser... Ja, nee, das haben wir jetzt ja schon hier, ne? Warte mal. Ach, wieder Auto. Da ist wieder diese Punkte hier. Feuerstein. Ne, geht nicht. Können wir damit was anderes machen? Auch nicht. Aha, wir können die Nuss öffnen, oder wie? Wir kriegen davon ein Seil. Hä? Geschälte Kokosnuss, die faserige Schale. Ich bin in der zweiten äußerst harte Schale, die Kokosnuss schützt. Mist, ah. Das war zu fest. Mit der Kokosnuss kann ich nichts mehr anfangen. Schade drum. Okay. Das war also nix. Das geht nicht. Wir haben jetzt ein Seil. Können wir mit dem Seil irgendwas machen? Nö. Damit geht gar nichts. Das geht auch nicht kombinieren. Na, den Nüsse zusammenhauen geht auch nicht. Ja, das müssen wir jetzt erstmal hier verschieben. Da geht im Moment nichts. Aber noch irgendwas. Ruß. Ja, was will ich mit dem Ruß machen? Aber irgendwie was mit Ruß? Dornbusch. Der macht Autsch. Weiß ich auch. Oh, was ist denn das? Metallplakette. Kann ich mit der irgendwas anfangen? Aha, ja, Metall und Feuerstein gibt Funken. Perfekt. So, Auto. Ja gut, das können wir zum Feuer dazulegen. Ja, jetzt haben wir Feuer. So, wartet mal. Dann können wir zur Feuerstelle zurück. Und können hier Feuerlämmer haben. Wir haben ja noch kein Holz zum Nachlegen, oder? So. Sehr schön, da ist der Ruß. Können wir jetzt hier die Auster vielleicht kochen oder sowas? Die Hitze des Feuers öffnet die Auster. Perfekt. Jetzt haben wir ein bisschen Gebalgen gewonnen. Ja, die auch noch gegessen. Können wir vielleicht das Schwein da grillen? Nö. Das müssen wir erst irgendwie häuten oder sonst was. Können wir die grillen? Ja. Mm. Ja, Krabben werden im Exoskelett gekocht, ne? So, jawohl, jetzt haben wir schon fast halbe Leben voll. Überhalb jetzt. Können wir die Eier auch noch kochen? Hier haben wir ja noch eine Auster. Schlürf. Schön viel Eiweiß. So, es hat aber nichts gebracht. Das Ei noch. Erstmal voll heilen, würde ich sagen. Ja, das hat nicht geholfen, oder wie? Ja, dann können wir es auch sein lassen, oder? Das geht nicht. Also trocknen können wir das wohl nicht hier, oder so. Geht auch nicht. Können wir die Nüsse irgendwie... Nee. Gut, das war's eigentlich dann schon wieder, ne? Ja, da können wir sonst nichts mehr machen mit dem Feuer. So, das ist das. Mit dem Dornbusch, da brauchen wir irgendwas Spezielles, ein Werkzeug oder was. Aber was gibt's noch? Ja, da kommen wir nicht hoch. Gehen wir weiter hier. Okay. Was können wir hier machen?
Ich muss diese Stämme bewegen, um vorbeizukommen, aber das schaffe ich nicht. Ich muss was essen, um Kraft zu sammeln. Ach so, okay, ja gut. Ich habe jetzt gedacht, du bist schon jetzt fertig mit Kraft sammeln. Eine Astgabel. Zunderschwamm. Ja gut, Zunderschwamm könnte man ja auch zum Feuer benutzen machen hier, ne? Das ist eine Liane. Warte mal, können wir die irgendwie abschneiden? Na, wir haben nichts zum Schneiden. Nee. Also sie hat gesagt, sie will mehr essen sozusagen, ne? Na gut, dann machen wir das halt mal. Da können wir nichts einsammeln. So, hoffentlich brennt unser Feuer schön weiter. Können wir mit der Ast... Ach so, wir müssen erstmal wieder sortieren. Auto. Können wir mit der Astgabel vielleicht hier was machen? Nee. Ah ja, Moment. Wir können Astgabel, Seil und was können wir noch machen? Geht nicht. Stein vielleicht. Nein. 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 Gut, ich weiß nicht, was der daraus basteln möchte. Na, warte mal, können wir jetzt hier... Den Zunder brauchen wir ja hier nicht. Ah doch, wir kriegen doch wieder Lebenspunkte dazu. So, jetzt haben wir 3/4. Mehr wird aber halt nicht gehen, ne? Mehr wird nicht gehen, das brauchen wir ja nicht ins Feuer tun, ne. Da kann sie vielleicht jetzt das bewegen, den Dornding können wir nicht wegmachen. Da können wir da irgendwas benutzen für einen Stein vielleicht. Nee. Jetzt gucken wir nochmal. Ich muss diese Stämme bewegen. Ja, ich muss das Essen um Kraft zu sammeln. Ja, das kriegt man also nicht weg. Wir sind also immer noch zu schwach. Oh, was ist denn das? Merkwürdig. Diese rostigen Metallteile da am Felsen. Wozu mögen sie wohl gedient haben? Hm, kannst du die mitnehmen? Merkwürdig. Können wir die irgendwie abschlagen? Nee, können wir nicht. Ja, die können wir nicht abmachen, oder? Aber wir können hier jederzeit wieder was auseinandernehmen. Merkwürdig. Ja, die kriegt man nicht weg, die Teile. Hier kommen wir halt nicht weiter. Ja, und wie schäle ich mir die Kokosnüsse? Das ist doch so eine Frage. Das bringt ja nichts, wenn wir da jetzt hier, oder? Nee. Oder können wir hier eine Nuss hochschmeißen, dass die vielleicht runterbollert und dann wieder... Nee. Ja, die eine Nuss haben wir ja zertrümmert, das war nix. Weiß nicht, ob man da jetzt wieder eine neue kriegen kann, hinten. Ah. Vogeleier. Okay. Das ist zu hoch. Ah, zu hoch. Ja, mit dem Stein vielleicht. Nee. Okay. Was ist denn das? Ein rostiger Schlüssel? Ah, schau an. Vielleicht können wir da zur Schatztruhe und die Schatztruhe öffnen. So. Wo waren die? Nee, da nicht. Hier. Schlüssel. Yes. Was ist drin? Na, ein olles Fernrohr. Und Geld. Beschädigtes Teleskop. Silbermünzen. Ja, das bringt uns auf einer einsamen Insel wohl nicht viel, oder? Silber.
unser Auto. Sieht der aus wie ein Nagel. Der Schlüssel. Das ist defekt. Auseinandernehmen kann man es anscheinend aber nicht. Warte mal. Silbermünzen kommen wohl möglich aus dem Piratenschatz. Ja, dann haben wir noch das Vogelei. Kann gekocht, gegessen werden oder für andere Gerichte verwendet werden. Jo. Gibt es ja sonst noch irgendwas? Fällt da vielleicht noch ein Nuss runter? Ja gut, wir können ja auch keine anvisieren, dass wir vielleicht einen Stein hinschmeißen können oder... Ah, da ist noch eine. Um da hoch. Warte mal, können wir vielleicht die abwerfen? Nee. Schade, ich habe doch so gute Ideen, aber das geht nicht. Hier kommen wir nicht weiter, ne? Hier ist Ende im Gelände. Gut. Ja, hier ist sehr viel Ende im Gelände, sehr oft sogar. Mehr Austern gibt es hier ja nicht, ne? Das haben wir schon geguckt. Ja, was können wir eigentlich hier am Boot machen, da wo es so hart ist? Das ist steinhart. Steinhart. Was kann ich damit machen? Kann ich da vielleicht das Ding draufhauen? Nö. Das ist ja eh kaputt, also warum auch nicht? Okay, Geld wollen sie hier auch da drin haben. Nee. Flatter, flatter, flatter. Ja, flatter, flatter, flatter. Gut, dann tun wir uns eines Vogelei noch kochen. Da. Hat das jetzt was dazu gegeben? Nicht viel, oder? Was kann ich mit dem Ruß machen? Oder warte mal, kann ich? Nee. Dann das, dieses Stachelschwein, ich kann da ja mit auch nichts machen. Warte, will sie da draußen eine Falle bauen? Wenn wir da was machen. Geht nicht. Nochmal gucken, ob wir mehr Kraft haben ich jetzt. Muss diese Stämme nee. Immer noch nicht genug Kraft. Nee. Nee. Nö. Tja, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr weiter, ne? Jetzt, Jo, schön. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Kraft. Die Frage ist halt, wo wir die herkriegen sollen, was wir noch essen können. Weil wir hätten ja noch ein Nest da mit den Vögeln, aber da kommen wir nicht ran. Kann man die Silbermünzen vielleicht irgendwie schmelzen oder was? Nö. Einfach geht es nicht. Ja Leute, ich glaube auch, so langsam ist unsere erste Folge wieder fertig. Ja, ich sag dann wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit erstmal. Das war jetzt mal die erste Folge. Ja, ich schaue, wie das noch weitergeht. Wie viele Punkte wir am Ende irgendwann kriegen. Und ja, tschüss sagt euer Lego.